Jumbo, Jumbo, meine lieben Django Zulu Fans, willkommen im PBM 102. Ich spiele mit den Zulu und wir sind in Runde 67 und das Spiel ist weiterhin gegen uns. Denn wenn ich mir das so angucke, eine unbekannte Zivilisation hat die neue Religion Katholizismus gegründet. Da habe ich jetzt schon zig Runden hintereinander die Mindestgrenze erreicht, 134 Glauben für die Chance eines großen Propheten. Und was ist? Jemand anders hat natürlich einen großen Propheten vor mir bekommen. Und wer könnte es anders sein als natürlich das Heinchen mit Polen, der ohnehin schon so saugut in dem Spiel gestartet ist und zwei fette Städte halt hat mit Größen 8 und 9. Also das Spiel ist echt absolut gegen uns. Weiterhin hat natürlich auch der Shoshone inzwischen seinen zweiten großen Propheten bekommen, Barakta, und hat dementsprechend auch wieder Sachen weggenommen. Wir gucken jetzt mal gerade auf in den Religionsbildschirm und das ist wirklich ärgerlich, was da drin steht. Zum einen, Katholizismus kauft Glauben mit Klöstern, zwei Glauben, zwei Kultur. Und was sind die Klöster noch? Ich glaube, da war auch noch ein Zufriedenheit mit dabei. Das wäre genau etwas gewesen, was ich ganz gerne gehabt hätte. Klöster. Die wären nämlich günstig gewesen und die hätte ich auch bauen können. Ganz toll, dass das schon mal weg ist. Und damit nicht genug. Natürlich sind auch noch die weiteren Sachen jetzt weg. Das Braktentum hat sich ja erweitert. Und zusätzlich zu den Klöstern, die weg sind, sind jetzt natürlich auch noch die Moscheen weg. Dementsprechend gibt es gar keine Gebäude mehr, die man bauen kann. Und ja, dementsprechend habe ich, ja, so Religion breitet 65% schneller aus. Dementsprechend habe ich kaum noch die Chance auf eine ordentliche Religion. Was bleibt mir noch zurück? Die Geldsachen sind auch weg. Geld machen kann ich auch nicht. Also bleibt mir letztendlich nur noch sowas wie die Bestattung zu wählen. Dann kriege ich wenigstens ein Zufriedenheit pro zwei Städte. Sind zwei Städte, sind eine Zufriedenheit, zwei Zufriedenheit, die ich mehr dadurch bekomme, ist sehr wenig. Vielleicht ist es auch sinnvoller, anstatt das zu nehmen, Zufriedenheit aus Zufriedenheit aus Gebäuden wie Schreinen zu nehmen, aber die Schreine muss ich ja dann auch wieder bauen. Erstmal, ne? Oder aber ich mache einen Mix, wobei das funktioniert glaube ich auch nicht, weil das sind beides Anhängersachen, dass ich auch noch Nahrung dazu nehme. Was mir noch übrig bleibt ist, ich könnte noch nehmen als Glaubenssatz zwar plus zwei Hämmer, wenn die Stadt einen Spezialisten hat. Langfristig würde mir das helfen, also später zumindest, weil einen Spezialisten werde ich garantiert irgendwann in jede meiner Städte einstellen und in den Marionetten, wenn ich Marionetten habe, wäre ja auch ein Spezialist gleich eingestellt. So, 1, 2 Zufriedenheit und der Portugiese hat ja auch noch 4 Zufriedenheit. Damit wäre schon eingerechnet, dass ich den Portugiesen irgendwann mal in meine Religion einnehme. Ja, falls nicht nächste Runde noch was Dummes passiert und noch 1000 andere Leute Religionen haben. Mein Punktestand hat sich auch nicht verändert. Ich liege weiterhin auf dem vorletzten Platz ohne weitere Maßnahmen. Wird höchste Zeit, dass die Truppe hier mal ordentlich angreift. Und das tun wir jetzt auch gleich. Erstmal gehen wir mit unserem Schiffchen vor und sehen, da hinten ist endlich Bukarest. Ja, und Bukarest können wir auch sogleich Tribut von fordern. Und wenn wir das so sehen, hat Schutzversprechen, Grundwiderwille, 130 Guilds zu übernehmen. 75 Militärstärke habe ich. 75 Militärstärke haben sie. Habe ich. Plus 100, weil ich Erster bin. Also, zack, Geld genommen. Und obwohl da jetzt stand, ich kriege nur 150,
habe ich 165 bekommen. Also, irgendwie scheint hier das Spiel alles nicht ganz so richtig zu machen, wie ich mir das denke. So, Schrift wird dann in zwei Runden erforscht. Jetzt, nachdem ich jetzt wieder ein bisschen mehr Produktion gekriegt habe, ein bisschen mehr Geld gekriegt habe, in die minus 5 nicht mehr so schlimm. So, und gleichzeitig ziehen wir jetzt noch, wir ziehen jetzt nicht, sondern wir sorgen dafür, dass dieser Bogenschütze diesen Krieger hier wegmacht. Damit ist er weg. 8 Kultur. Die Kultur von dem und dem dann am besten auch noch dazu. Und dann habe ich doch in 6 Runden und vielleicht dann auch nur noch in, in 4 Runden dann wahrscheinlich nur noch, bis ich endlich die nächste Sozialpolitik einführen kann. Und was sollte das werden? Da wir auf dem Kriegspfad sind, werden wir natürlich Disziplin einführen, damit unsere Einheiten nochmal ein bisschen stärker werden. So, fangen wir an, die anderen Einheiten hier schon mal auf die Insel zu verschiffen, damit wir diesen hier demnächst auch einnehmen können. Jetzt machen wir das hier das gleiche auch nochmal. Einmal hier. Und der kann so. Gut. Und jetzt, wo geht's jetzt hin mit unserer Triere? Die schleicht sich hier unten jetzt erstmal vorbei an Bukarest. Damit können wir dann wie dem Weg, den Bragda mir gegeben hat, hier unten rum folgen. Und dann ist hier irgendwie auch Brüssel. Und ich kann hoffentlich Brüssel auch nochmal erpressen bald. So, jetzt ziehen wir den General auch nochmal ins Wasser. Ja, dahin. Und ich habe hier noch einen Speerkämpfer, der schon 3 Büffelbeförderungen hat. Den können wir auch ins Wasser ziehen. Gut, machen wir mit der Triere weiter, gehen auf Erkundungstour in die andere Richtung. Damit wir die Leute, die mir nicht glauben wollten, dass die Insel hier zu Ende ist, denen auch mal noch zeigen können. Die Insel ist hier zu Ende. Es hat sich nämlich ganz klar abgezeichnet, wenn man nämlich genau ranzoomt und dann hier diese Küstenstreife hier, diesen Küstenstreifen hier ganz genau beobachtet. Gut, was machen unsere Bautrupps? Einmal hier noch weitere Pferde anschließen. Einmal dann das Weideland anschließen. Und einer baut hier oben eine Straße an. Was machen wir mit dem? Den ziehen wir hier rum. So. Was machen wir mit dem? Wir sorgen den Weg dafür, dass er hier unten hinkommt. Ja, und damit kommt er diese Strecke 1, 2, 3, zack, 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 bis hier unten hin. Gut, dass er den Weg auswählt. Denn der andere Bogenschütze hier kann jetzt den anderen Weg nehmen, der direkt da parallel lang führt. So. Der kann nämlich bis da gehen und von dort nach dort und von dort nach dort und so weiter und so fort. So, zack. Geht das auch prima. So. Geht alles seinen Gang. Wir gucken nochmal auf das Ereignis, was hier noch geblieben ist. Ein unbekannter Spieler hat das Zeitalter Mittelalter erreicht. Ich schätze mal, das ist vielleicht Torgal. Der ist auch unbekannt. Bei den anderen habe ich nämlich nicht so den Punkteanstieg gesehen, der eine Technologie rechtfertigt. Torgal ist also schon im Mittelalter. Mittelalter? Was könnte denn das sein, Mittelalter? Theologie? Könnte es natürlich sein, wenn er nämlich denkt, er könnte Hagia raschen, damit er noch eine Religion bekommt. Öffentliche Verwaltung, wenn er auf Chichen Itza aus ist. Und die anderen Sachen, also ich denke mal, Gildenmacht als Ägypter nicht so viel Sinn und Metallguss auch nicht, weil die irgendwie hier nicht lang gehen. Und als Ägypter wäre ich ja eher frühzeitig hier auf diese Tempel gegangen, weil die ganz wichtig sind als Ägypter. Ja. Also wahrscheinlich wird es Theologie sein.
damit er vielleicht auch schnell zu Kompass kommt. Weil wenn er schnell zu Kompass kommt, dann kann er seine Schiffchen bauen und damit ist dann die Insel erstmal nicht so leicht für Nahkampfeinheiten angreifbar. Umso schneller müssen wir mit unseren Einheiten schnell hier rumziehen, damit wir aufs Land kommen, bevor er anfängt, unsere Einheiten kaputt zu machen. Gut, das wäre das. Wir gucken in die Demografie. Wir sind abgerutscht auf Platz 10 in der Produktion, weil ich voll auf Wachstum jetzt gerade umgestellt habe. Naja, voll nicht, aber zumindest in der Hauptstadt und in dieser zweiten Stadt. Militärisch auf 44.000 noch weiter angewachsen. Das wird noch ein bisschen mehr werden, weil ich ja hier in Ulundi nachdem noch einen Schwerkämpfer baue. Und in Umunglofu wird nachdem dort ein Streitwagenbogenschütze, Leuchtturm gebaut. So, Leuchtturm hier auch. Gut, schauen wir weiter auf die Demo. 20 Produktion ist immerhin der Letztplatzierte. Also sind wir knapp am Letztplatzierten vorbei. Und Bevölkerung sind wir auch ziemlich schlecht. Also, sieht alles ziemlich düster aus. Ich kann nur hoffen, dass ich bald meine Rallye bekomme, damit ich das Rallye-Rennen zumindest ein bisschen noch mitmache und ein paar Boni noch bekomme. Wäre zumindest sinnvoll, nachdem ich mich am Anfang so angestrengt habe, den Schrein so früh zu kriegen und immer wieder das Pech hatte, dass alle möglichen Leute von den 12, die hier sind, zuvor gekommen sind beim Pantheon. Dann will ich zumindest noch ein bisschen Rallye abhaben jetzt. Und wenn es nur ist, um bei den Punkten ein bisschen besser dazustehen. Und dann geht's los und wir verbrennen hoffentlich hier die ganzen Gegner. Das wär's dann und wir sehen uns dann in der nächsten Runde 68. Jumbo, Jumbo.